Moinsen, herzlich willkommen zurück zu richtig Mario Party Jamboree oder Super Mario Party Jamboree Teil 2. Ja, ausnahmsweise, normalerweise der Immon ja immer so, dass er pro Tag hochlädt, aber Release, ne, ihr wisst Bescheid. Wir wollen hier jetzt helfen, nämlich Partyhelferreise. Deine Hilfe wird gebraucht, also helfen wir. Guten Tag, Kamek. Ach, ist das wieder eine Plackerei? Oh, Luigi, du kommst mir gerade recht. Ich mach's kurz, ja? Wir brauchen deine Hilfe. Und zwar dringend. Unsere Event-Crew gibt ihr Bestes, aber es ist einfach zu viel zu tun. Für mich selbst gilt das auch. Wärst du nicht möglicherweise bereit, ein wenig auszuhelfen? Klar! Der Partyreisefortschritt ist an deinen Charakter gebunden. Eine Spieldatei für deinen gewählten Charakter erstellen, yo! Viele verschiedene Minispiele werden auf der Partyhelferreise gespielt. Bewegungsminispiel einschließen? Fragezeichen. Diese werden mit Joy-Cons gespielt. Einstellung kann nicht später. Muss ich die mit Joy-Cons spielen? Ich weiß es nicht. Wenn ja, muss ich die Joy-Cons abmachen. Ich habe immer so ein bisschen Probleme mit den Joy-Cons. Man sehe das bei Luigi's Mansion, hatten wir das gezeigt. Ja. Ich hoffe, dass das auch ohne geht. Vorzüglich! Hüpf auf! Dann bringe ich dich im Staub umdrehen dahin, wo deine Hilfe benötigt wird. Alles klar. Na dann, let's go. Toad ist bereits vor Ort. Der Kleine erklärt dir alles, was du wissen musst. Halt dich ran. Partyhelferreise. Die machen wir. Ich glaube, alle anderen Let's Player sind irgendwie direkt in anderen Maps rein. Wir hier nicht. Muss ja was Besonderes sein, ne? Muss ja was Besonderes sein. Letzten Teil schon erwähnt, 100%, weiß ich nicht. Goomba Lagune? Ja, die Goomba Lagune. Guten Tag. Tagchen, vielen Dank, dass du uns extra helfen kommst. Momentan wird hier alles vorbereitet. Da konnten wir echt jede Hilfe gebrauchen, die wir kriegen konnten. Spazier einfach rum, während der Aufbau läuft. Genieß die schöne Landschaft und erkunde die Insel. Vielleicht findest du ja auch wen, der Hilfe benötigt. Dann könntest du ja direkt ein wenig mit anpacken. Als Dankeschön fürs Helfen gibt's Mini-Sterne. Wer anderen fleißig hilft, kann ganz viele davon einheimsen. Alle Minispielsterne, die du sammelst, werden in diesem Glas aufbewahrt. Okay, das ist schon mal schön, ein schönes Glas. Gelingt es dir, 30 Minispielsterne zu ergattern, wirst du mit etwas super Tollem belohnt. Allerdings ist man nicht nur in dieser Lagune auf deine Hilfe angewiesen. Sobald du 30 Sterne gesammelt hast, führe ich dich zum nächsten Ort. Damit du Bescheid weißt, ja, ja. Zuallererst ein Dankeschön dafür, dass du uns hier helfen möchtest. So, wir haben als erstes einen Dekoartikel erhalten, und zwar Flagge und Wimpeln. Ja, Flaggen und Wimpeln sieht schon mal schön aus. Verschöne daran mit deinen der Partyplaza. Ah, okay, das heißt also, wir können unsere Hauptmap damit ändern. Schlichte Flaggen und Wimpel mit kräftigem Blau sehen toll aus und passen zu allem. Deko-Artikel dienen nur zu einem. Deine Partyplaza so hübsch zu gestalten, wie es nur geht. Wenn du Leutchen hilfst, erhältst du auch weitere Deko-Artikel. Sammel sie alle. Und was sagt man dazu? Gleich da drüben scheint man deine Hilfe dringend zu benötigen. Schau doch mal, ob du das Problem nicht aus der Welt schaffen kannst. Drücke runter, um Dekoartikel anzusehen. Jupp. Danke. Das heißt, wir können hier Dekoartikel, wir können sogar Farben aussuchen. Schön. Also, was können wir hier alles holen? Wir können Steindekoration holen, Wimpel und Flaggen, Brunnen, Großformat-Deko,
Buchsbaumbosse, Schmuckschachteln, Luftballons, Gartenstecker und Besonderes. Schön. Gut, das heißt, wir gehen mal weiter. Guten Tag, Toad. Ich bräuchte da ein Foto für eine Broschüre, die ich mache. Aber irgendwie will das nicht klappen. Ja, heißt also, wir haben das erste Minispiel. Könntest du mir in einer Runde Panorama zeigen, wie man das macht? Klar, wir gucken mal. Also, wir müssen Erster werden, um 3 Sterne hier zu kriegen. Die Aufgabe ist dann relativ einfach. Wir sollen hier jemanden finden, einen Toad, den da. Und dann knipsen. Okay. Und der Toad soll Runde 2. Okay. Ich hab's verstanden. Dann spielen wir mal das Spiel. Ich weiß nicht, wie stark die Gegner sind. Okay, es ist sogar mit deutscher Aussprache. Das ist klasse. Mit deutscher Aussprache. Okay, das war vielleicht ein bisschen sehr früh. Aber okay, ich hätte auch ein bisschen ranzoomen können, ne? So, gucken wir mal, ob ich jetzt Erster bin oder nicht. Ja, nee, nicht ganz. Also, mit ranzoomen. Okay, jetzt jemand, der hier hinten ist wahrscheinlich. Ah, da. Ein bisschen Baum brauche ich auch. Aber viele Punkte. Letzte Runde. Also, da ist dann ein Kiosk da. Gut, dann muss der blaue Cooper, der rote Cooper da vorbeilaufen, ne? Bisschen zu früh. Aber es reicht. Es reicht aber deutlich. Ich glaube, allein in der letzten Runde mehr Punkte gemacht als die insgesamt. Aber gewonnen. Sehr schön. Finde ich klasse. Also das sieht hier tatsächlich erstmal auf leicht erstmal schon mal aus. Das ist okay. Anfang ist schon mal gut. Wir haben hier 3 Sternstücke erhalten. Wir haben das Minispiel gewonnen. Heißt also, Toad muss sich freuen. Vielen Dank. Jetzt weiß ich genau, wie man am besten Schnappschüsse einfängt. Drücke R, um die Auftragsliste zu öffnen. Dort siehst du, welche Aufträge dir bisher auf der Reise gestellt wurden. Okay, das heißt, wir haben hier 1. Wir haben noch 24 Stück. Ich würde mal sagen, das machen wir in den nächsten Tagen, oder? Ja. Also ja, wollen wir. Gut, dann ist natürlich die Frage, wo geht's jetzt weiter? Du vielleicht? Hast du ein Problem? Guten Tag. Ah, so viel Arbeit. Junge, ich bin geschafft. Okay, du nicht. Aber Gumba. Gumba. Ich habe einen Schatzkistenschlüssel ins Meer fallen lassen. Der ist dann zur Insel mit 7 Vulkan getrieben. Könntest du mal bitte mal sehen, ob du ihn im Wasser rund um die Vulkaninsel irgendwo entdeckst? Ja. Okay, das heißt also, irgendwo entdecken. Ich hoffe, das ist jetzt nicht so ultra schwierig. Aber du hast bestimmt auch eine Aufgabe. Guten Tag. Hoho, Kundschaft. Bedauere, hier ist gerade Endstation. Reparaturbedarf, verstehst du? Altes, klappriges Ding. Wenn nur wenigstens alle Bolzen noch drin wären. Okay, das heißt also, hier müssen wir auch irgendwie was machen, bolzenmäßig. Da oben scheint eine Aufgabe zu sein. Guten Tag. Ich kontrolliere gerade die Brücke. Aber es gäbe da noch eine zweite, die ebenfalls geprüft werden müsste. Ja, mal spielen wir das, ne? Also könntest du tückische Brücken spielen, klar. Wir spielen tückische Brücken. Tückische Brücken. So, was ist die Aufgabe? Auf dem Holzweg bleiben. Mhm.
Das heißt also nicht runterfallen, ne? Okay. Das klingt nach einem interessanten Minigame. Aber Bowser ist ein bisschen groß, würde ich sagen. Wir dürfen nicht runterfallen. Okay. Aufgabe ist klar. Und der Shy Guy ist auch dabei. Gut, also. Minispiele erster werden, ja, das ist tatsächlich dadurch, dass es hier blind ist, denke ich mal, vielleicht nicht zwingend jedes Mal der Fall, dass ich das hinkriege, ne? Also das heißt, nicht böse sein, weil wir das mal ein ums andere Mal nicht hinkriegen sollten. Ich werde mein Bestes geben, aber man weiß ja, dass manchmal sowas auch nicht reicht. So. Okay. Das war jetzt ein interessanter Move. Wow, 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 wow. Okay, jetzt weiß ich, wo das Problem dieses Levels ist. Okay. Das macht die Sache aber schön. Wir müssen drauf achten. Wow, das ist jetzt schnell. Das ist jetzt schnell, das ist jetzt sehr schnell, das ist jetzt verdammt schnell. Oh Gott. Okay, und springen kann ich nicht, ne? Ne. Und springen kann ich nicht. Aber schön, dass alle schon abgestürzt sind. Das heißt also, ich bin eh schon Erster. Boah, wir sind bis zum Ende sogar gekommen. Wir sind Erster geworden, bis zum Ende gekommen. Jawohl. Aber gar nicht so einfach. Gar nicht so einfach. Finde ich gut. Türkische Brücke gewonnen. So sieht's aus. Danke für die handfeste Prüfung. Klasse, dass du da, dass das gute Stück immer noch so robust ist. Das stimmt, es ist immer noch sehr robust. So, rasanter Routenschwung. Ist ein Duell. Schauen wir mal. Möchtest du auf... Ah, danke. Siehst du, es wird genauso angeboten. Ich hatte das ja vorhin gesagt, so von wegen, oh, ich habe ein bisschen Angst, dass es vielleicht nicht angeboten wird. Aber tatsächlich, Bewegungsminispiele werden mit dem Joy-Con gespielt. Controller-Einstellungen ändern, ja. Okay. Das heißt tatsächlich, ich muss die nehmen. Das Problem ist ja immer gerne mal so bei diesen Joy-Cons, bei mir tatsächlich, dass ich bei den Joy-Cons immer mal gerne so Probleme habe. Weil ihr kennt das wahrscheinlich, diese klassischen Joy-Con-Drifts. Ich glaube, meine hat das auch. So, achso, es wird Pro. Ja gut, dann, ich weiß gar nicht, mit wem ich, also, nee, eigentlich, also mit dem möchte ich eigentlich nicht. Ja. Doppel wird nicht unterstützt. Okay. Okay, dann müssen wir mal gucken, ob das jetzt so funktioniert. Senkrecht. Gut, senkrecht. Senkrecht ist das. Okay. Das heißt also, ich muss ja irgendwann, wenn der... Alles klar. Das heißt, wenn er da irgendwie sagt, dass er ruhig da runter möchte, dann müssen wir ziehen. Oh je. Und wir müssen schneller sein. Okay. Das ist ein Reaktionsspiel. Und oh, das wird online ganz böse. Das wird online ganz, ganz böse. Gut. Spiel gewonnen. Aber ich möchte lieber mit meinem Controller spielen, ehrlich gesagt. Bleib ich dabei. Ich bleib dabei. Beehren Sie uns bald wieder. Okay.
Kann ich jetzt wieder zurück auf Controller? Bitte? Es wäre gut. Vielleicht, wenn ich sie wieder reinstecke, warte. So, danke. Danke. Ich spiele lieber, wie gesagt, mit Controller. Aber, ja, haben wir hier gewonnen. Fantastisch. Gumba, was hast du? Darf ich kurz mein Leid tragen? Meine Angelrute ist weggetrieben. Ich habe sie in Richtung der Höhle schwimmen sehen. Einer Höhle, in der es spukt. Wirklich. Da sind Geister drin. Könntest du mir bitte eine Angelrute zurückbringen? Meine nämlich. Ich werde hier auf dich warten. Ja, das kriegen wir hin. Gumba, du hast auch ein Problem. Hallo Gumba. Wie blöd, ich möchte gerne darüber, aber das geht erst, wenn Ebbe ist. Hätte ich nur eine Gezeitenmuschel, dann wäre alles im Lot. Aber leider sehe ich hier weit und breit keine. Okay, eine Gezeitenmuschel. Guten Tag. Arbeit hat man, nichts als Arbeit. Okay. Gut, das heißt also, wir haben hier ein bisschen was zu tun gehabt bislang. Hier kommen wir nicht weiter, aber hey! Das ist doch die Muschel. Auf dem Boden liegt eine Gezeitenmuschel. Möchtest du sie mitnehmen? Klar. Manche Sachen können andere sehr gut brauchen. Wenn du etwas Nützliches findest, gib doch einfach der passenden Person Gezeitenmuschel halten. Drücke L, um deine Items anzusehen. Gezeitenmuschel. Okay, das heißt also, ich muss jetzt hier tatsächlich immer mal gucken, ob eventuell hier irgendwas ist. Also er wollte Schlüssel. Das sehen wir ja hier jetzt gar nicht. Toad hat auch was zu erzählen. Das sind wahrscheinlich die Sterne, die ich jetzt hier eingesammelt habe bislang. Du wolltest was anderes und du wolltest die Gezeitenmuschel. Hallo! Bitte, du hast eine Muschel gefunden. Falls das eine Gezeitenmuschel ist, könntest du damit die andere Insel dort drüben erreichen. Probier sie aus. Halte sie hoch und lausche kräftig. Und lausche ganz kräftig dran. Okay. Schön. Schöner Klang. Und nach der Ebbe kommt die Flut. Dementsprechend ist die Ebbe da. Ich wusste es. Eine Gezeitenmuschel. Endlich ist hier Ebbe. Vielen Dank. Hier, nimm einen Minispielstern als Belohnung für dich. Ja. Yeah. Du hast mir echt geholfen. So, ich muss jetzt los. Aber wir sehen uns auf jeden Fall wieder. Gut, tschüss. Fantastisch. Ich würde fast schon sagen, ich sammle das hier auch nochmal ein. Guten Tag. Es ist... In der Flasche scheint ein Zettel zu stecken. Möchtest du lesen, was draufsteht? Klar. Lieber Finder, dieses ist ein Brief. Herzlichen Glückwunsch zum Entdecken meines Schreibens. Ich möchte ein Glück mit dir teilen, das ich auf diesem wunderschönen Insel mit herrlichem Meer und prächtigem Vulkan gefunden habe. Aus diesem Grund habe ich dem Schreiben ein Minispielstellen beigelegt, auf das er an den schönsten Orten der Welt erstrahlen möge. Ach, könnte ich doch nur gleich die ganze Schönheit dieser Insel in eine Flasche füllen. Vielleicht gelingt es dir ja, auch die Insel zu finden, auf der ich mich gerade befinde. Danke für das Lesen dieser Nachricht. Reiselustige Grüße. Du hast damit 10 Minispielsterne gesammelt. Toll, dafür kannst du einen Dekoartikel. Dafür kriegen wir Luftballons, Minispielstern, Luftballons, schillernd wie die Nächstenliebe, wenn man anderen hilft. Verschönere damit die Plaza, jo. Und damit war's das für jetzt. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr dabei gewesen seid und hoffe, dass ihr dann nächste Woche wieder mit dabei seid, weil nächste Woche geht's weiter. Nein, natürlich nicht. Morgen geht's weiter. Also, bis dann. Ciao.